Heute möchte ich euch dazu animieren, eure Bilder gedanklich zu planen, bevor ihr den Auslöser der Kamera drückt. Es geht um die Idee zum Foto, die Bildelemente und den Bildausschnitt. Abgesehen von besonderen Lichtverhältnissen lassen sich Fotos in der Landschaftsfotografie und der Astrolandschaftsfotografie meist planen. Um dieses Tutorial nicht zu lang werden zu lassen, verschiebe ich Licht und Farbe, die auch zum Fotodesign gehören, in ein späteres Tutorial. Ich bin Angelika und begrüße euch ganz herzlich zum neuen Video zum Fotodesign. Ich bin bereits auf die Bildgestaltung eingegangen. Im Tutorial Wandern und Fotografieren im Harz, Wolfswarte, Bildgestaltung. Heute möchte ich die dort vorgestellten Regeln etwas erweitern, aber ich möchte euch auch animieren, sie einmal zu brechen, bewusst zu brechen, um kreative Elemente in euren Bildern zu erzeugen. Und damit sind wir auch schon beim ersten Thema. Was treibt dich an? Möchtest du eine bestimmte Situation dokumentieren? Oder geht es dir mehr darum, mit Kreativität tolle Bilder zu erzeugen? Ich nehme das Beispiel eines herbstlichen Baumes. Geht es dir primär darum, die Farben des Laubes festzuhalten, dann eignet sich ein solches Querformatfoto, auf welchem der Baum relativ formatfüllend und scharf abgebildet ist. Interessanter wirkt der Baum nach meinem Geschmack, wenn auch seine Spiegelung im Teich, an dessen Ufer er gewachsen ist, mit aufgenommen wird. Spiegelungen faszinieren die meisten Menschen. Und das Ganze im weichen Morgenlicht. Die Belichtungszeit habe ich mit 4 Sekunden relativ lang gewählt, damit die Wasseroberfläche glatt erscheint. Die größte Chance, stilles Wasser zu finden, habt ihr übrigens am Morgen. Möglich wurde die lange Belichtungszeit durch einen Graufilter. Dieses Bild entstand aus einem Panorama aus mehreren Hochformatfotos. Das Beispiel soll zeigen, dass wir entsprechend unserem Ziel andere Mittel und Techniken einsetzen. Ein Beispiel aus der Milchstraßenfotografie. Wir können die Milchstraße so aufnehmen, wie wir sie mit bloßem Auge sehen. Auch unter einem dunklen Landhimmel recht schwach. Selbst Flugzeugspuren bleiben im Bild. Oder wir stacken Fotos des Himmels, damit Details der Milchstraße hervorstechen. Belichten die Landschaft länger, um die schönen Blumen besser zu erkennen und fügen beides zu einem Komposit zusammen. Auch hier wählen wir jeweils die Techniken, die unserem Vorhaben gerecht werden. Wenn ich von Vorhaben spreche, beziehe ich dabei die Personen ein, für die das fertige Bild bestimmt ist. Bei diesem Komposit erhielt ich beispielsweise den Kommentar, dass es doch gar nicht möglich sei, dass die Sterne bei solch langer Belichtungszeit nicht zu Strichspuren werden. Die Antwort könnt ihr meinem Video »Die Sommermilchstraße fotografiert mit Nachführung« entnehmen. Dort erläutere ich die eingesetzten Techniken. Ich möchte jedoch auch darauf hinweisen, dass es Grenzen gibt. Wenn wir die überschreiten, wirken die Bilder gekünstelt. Bei Astrolandschaftsaufnahmen, aber auch beim Fotografieren bei Anbruch des Tages, empfehle ich, wann immer es möglich ist, die Location schon im Hellen aufzusuchen. Ich bin in diesem Fall schon tagsüber um den See gelaufen und habe mir einen passenden Standort ausgesucht, wo ich einerseits die Milchstraße und andererseits einen schönen Vordergrund mit aufs Foto bekomme. Bei solchen Erkundungen mache ich das eine oder andere Foto mit dem Smartphone. Dann erinnere ich mich auch an Details, wenn ich später die Planung fertigstelle. Insbesondere, wenn die Landschaften, die wir fotografieren wollen, nicht per se spektakulär sind, ist es wichtig, euren individuellen Stil ins Spiel zu bringen. Grandiose Landschaften wirken bereits als solche. Sind sie jedoch an touristisch viel besuchten Plätzen, müssen wir damit rechnen, dass viele Fotografen ähnliche Aufnahmen machen. Und so kommen auch hier individueller Stil und Planung der Aufnahme ins Spiel. Bei diesem Bild habe ich nach einigem Rumprobieren eine niedrige Aufnahmeposition gewählt, damit nicht nur die Berge, sondern auch die Boote und die Blumen gut zum Ausdruck kommen. Ich habe einen ND-Verlaufsfilter eingesetzt, damit der Himmel nicht überbelichtet wird. Es lohnt sich, vor dem Fotografieren verschiedene Blickwinkel einzunehmen,
und gegebenenfalls auch unterschiedliche Brennweiten auszuprobieren. Das Bild wirkt aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlicher Brennweite ganz anders. Eine kurze Bemerkung zum Format. Für die meisten Landschafts- und Astrolandschaftsaufnahmen bieten sich das Querformat oder Panoramen an. Letztere werden gewöhnlich als Hochformatfotos aufgenommen und dann so zusammengefügt, dass wieder ein Querformat entsteht. Ihr erinnert euch sicher an den Herbstbaum am Teich. Im Video Wolfswart Bildgestaltung habe ich die übliche Aufteilung eines Landschaftsfotos in drei Bereiche erläutert: Vordergrund, zentrales Motiv und Himmel. Beim oberen Bild habe ich die Regel ungefähr eingehalten, mit dem Ergebnis, dass der Ort Lautental als zentrales Motiv prominent platziert ist. Gemäß der Drittelregel befindet er sich außerhalb der Bildmitte, etwas unterhalb und nach links verschoben. Beim mittleren Bild war der Himmel langweilig, aber links im Vordergrund gab es eine Wassermühle als Nebenmotiv. Deshalb habe ich den Horizont nach oben verschoben, wodurch der Vordergrund betont wird. Beim unteren Bild war mir besonders am dramatischen Himmel gelegen, weshalb ich den Horizont nach unten geschoben und die Aufmerksamkeit so auf den Himmel gelenkt habe. Bei den meisten Astrolandschaftsfotos wollen wir die Aufmerksamkeit des Betrachters auf den Himmel lenken. Deshalb kommt der Landschaft häufig nur das untere Drittel zu und der Rest des Bildes wird durch den Himmel ausgefüllt. In die Mitte des Fotos gehört der Horizont gemäß den Regeln nicht. Trotzdem schiebe ich ihn, gerade bei Spiegelungen, schon einmal gerne in die Bildmitte. Wenn ihr so etwas macht, müsst ihr in den sozialen Medien immer damit rechnen, dass ihr von den Hütern der Regeln kritisiert werdet. Aber jedem und jeder könnte es sowieso nicht recht machen. Und es sind schließlich die Bilder des jeweiligen Fotografen oder der Fotografin. Kennt ihr schon den Harzkalender 2024 von Cellapix? Mit wunderschönen Bildern von Landschaften und Astrolandschaften? Ihr könnt ihn auf der Webseite www.cellapix.de erwerben. Schaut doch mal hin. Bei einem Foto gibt das Format die Grenzen und damit auch den Rahmen des Bildes vor. Manchmal kann ein Rahmen im Rahmen interessant wirken. Hier wird das Bild links und rechts durch Bäume eingerahmt. Neben den horizontalen und vertikalen Linien spielen auch die Diagonalen in der Fotografie eine Rolle. Hier ist es die Bergkante vor dem dahinterliegenden Wolkenmeer. Diagonalen steigern die Dynamik im Bild. Dieses Bild hier wurde auf La Palma aufgenommen. Diagonalen lassen sich auch bei der Sommermilchstraße durch eine entsprechende Perspektive erzeugen. Die Sommermilchstraße ist ein Beispiel, bei dem sich in der Astrolandschaftsfotografie Hochformate anbieten. Dreiecke ziehen den Blick magisch an. Auf diesem Bild haben wir zwei Dreiecke. Die Steine vorne links und das Holz vorne rechts lenken den Blick des Betrachters zum Wasserfall. Sie weisen den Weg ins Bild. Auch dieser hat eine grob dreieckige Form. Zwei Schenkel des Dreieckes konvergieren außerhalb des Bildes. Der Effekt wird dadurch verstärkt, dass der Wasserfall deutlich heller als der Rest des Bildes ist. Helle Bereiche werden vom Auge zuerst wahrgenommen. Dreiecke können den Weg ins Bild weisen, aber auch andere Elemente. Darauf bin ich ebenfalls im Video Wolfswarte Bildgestaltung eingegangen. Deshalb heute nur kurz ein Beispiel, in welchem ein Geländer den Betrachter ins Bild führt. Das war's für heute zum Fotodesign. Ich empfehle euch, diese Techniken wirklich so lange zu erproben, bis sie euch in Fleisch und Blut übergegangen sind. Wie bereits gesagt, wird in ein paar Wochen ein weiteres Video zu Licht und Farbe folgen. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like. Auch für Anregungen bin ich dankbar und werde sie in zukünftige Videos einfließen lassen.